Hallo und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Vita Social News hier im sozialen Bereich sozusagen. Heute trifft man sich ja leider nicht mehr direkt im Face-to-Face-Kontakt, sondern muss andere Wege gehen. Wir haben uns gedacht, weil ich keine Vorträge momentan halten kann, dass wir das einfach mal auch auf unserem sozialen Netzwerk versuchen werden. Und heute ist das Thema das Zirkonoxid, Vita YZ, so ist der Name unseres Materials. Anfangen will ich mit einem Materialüberblick, den Sie jetzt gerade sehen. Es sind einmal auf der linken Seite die unterschiedlichen Oxidkeramiken. Wir haben hier das Aluminiumoxid. Aluminiumoxid war gerade in den 90ern des letzten Jahrtausends das Material als Gerüst. Procera Zirconia, vielleicht ist Ihnen das noch im Ohr, das war damals der Marktführer, das wurde dann verblendet und eingesetzt. Gerade im anterioren, im Frontzahnbereich war es das ästhetisch wahrscheinlich schönste Material. Dann haben wir die unterschiedlichen Zirkonoxide, auf die ich gleich noch etwas näher eingehe. Dann kommen die Feldspatmaterialien, wie zum Beispiel die Vita-Blocks. Dann die unterschiedlichen Glaskeramen, wir haben hier Lithium-Disilikate und wir haben auch Zirkonoxid-verstärkte Lithium-Silikate. Darauf folgend habe ich die Komposite aufgeführt. Wir haben hier leicht gefüllte und hochgefüllte Materialien. Es gibt natürlich auch gar kein oder nicht gefüllte Komposite, die nennt man dann nur PMMA-Ronden. Und als letztes folgt die Hybridkeramik, das Dual-Netzwerk-System. Gibt es nur eins, Vita Enemic. Aber ich habe es bereits gesagt, beginnen werden wir heute mit dem Zirkonoxid. Zirkonoxid existiert in der Natur in drei unterschiedlichen Kristallstrukturen. Wir haben bis etwa 1170 Grad eine monokline Kristallstruktur. Darüber bis etwa 2370 Grad wird die Kristallstruktur tetragonal und darüber haben wir dann kubische Kristalle. Ja, was ist das Besondere jetzt am Zirkonoxid, so wie wir es auf dem Markt kennen? Das Besondere am Zirkonoxid ist, dass man bei Raumtemperatur eine tetragonale Struktur erhalten kann. Dazu muss man das Zirkonoxid allerdings etwas verstärken. Eingesetzt wurden und werden auf dem breiten Markt sowohl die Yttria, also Yttriumoxide, auch die Zeroxide, Magnesiumoxide. In der Dentalwelt hat sich das Yttriumoxid durchgesetzt und je mehr Yttriumoxid ich reinmache in das Material, in das Zirkonoxid, umso mehr verändere ich die Kristallstruktur. Nehmen wir das normale Zirkonoxid, so wie wir es seit etwa ca. 25 Jahren kennen. In dem sind etwa 3 Molprozent Yttriumoxid drin und das Besondere ist, wenn auf diese jetzt tetragonale Kristallstruktur bei Raumtemperatur, eine Energie kommt, wie ein Riss, wie Speichel und so weiter, wandelt sich die tetragonale Struktur um und wird monoklin. Durch diese Umwandlung bekomme ich auch einen leichten Volumenzuwachs. Dieser Volumenzuwachs ist ca. 4%. Und wenn, das kann sich glaube ich jeder vorstellen, wenn gerade im Rissbereich dieser Volumenzuwachs entsteht, wird der Riss verlangsamt und sogar teilweise gestoppt. Jetzt war es so, man hat noch mehr Yttriumoxid hineingetan, sodass sogar nun kubische Kristalle vorliegen bei Raumtemperatur. Darauf komme ich gleich noch etwas später. Diese 3-mol-prozentige Yttriumoxid zu legieren hat bewirkt, dass ich eine sogenannte Transformationsverstärkung hatte, eine Phasenumwandlungsverstärkung. Dadurch konnten nun ganz großspannige Brücken im Zahnbereich hergestellt werden und das Material hat auch sehr viele Kräfte ausgehalten. Wir haben nun, und das ist das, was es etwas schwerer macht, wir haben nun 4 verschiedene Zirkonoxide. Wir haben einmal das transluzente Zirkonoxid, das ist das, wie es seit 1995 oder 97 auf dem Markt existiert. Dann haben wir die hochtransluzenten Zirkonoxide. Darauf folgend haben wir die supertransluzenten Zirkonoxide
und auch die extra transluzenten Zirkonoxide. Also das heißt, wir haben vier unterschiedliche Zirkonoxide. Was bedeutet, wenn Sie sich ein Zirkonoxid bestellen, es reicht nicht mehr einfach nur zu sagen, ich brauche eine neue Runde Zirkonoxid. Wo sind die Unterschiede? Wir haben hier auf der linken Seite mal die Eigenschaften, dann die Einheiten und die vier verschiedenen Zirkonoxide. Wenn wir das Transluzente, das VitaYZT und das VitaYZHT miteinander vergleichen, sehen wir einen Unterschied, und zwar wie viel Aluminiumoxidanteil in diesen Zirkonoxiden drin ist. Wir haben bei dem hochtransluzenten Zirkonoxid an sich das gleiche Material, nur weniger Aluminiumoxid in dieser chemischen Verbindung. Durch weniger Aluminiumoxid war es möglich, eine Transluzenzsteigerung hinzubekommen. Wenn wir in die untere Zeile dieser Folie schauen, haben wir bei dem transluzenten Zirkonoxid etwa 32% Transluzenz und dem hochtransluzenten Zirkonoxid etwa 42% Transluzenz. Das wurde sogar in einer externen Studie der Firma Toso so bestätigt. Ansonsten ändert sich dieses Material fast gar nicht. Wir haben sowohl die ähnliche oder fast gleiche Biegefestigkeit von etwa 1200 Megapascal und auch der WAK, der Wärmeausdehnungskoeffizient, ist gleich. Durch das weniger Aluminiumoxid hat es nun das Licht leichter, durch dieses Material hindurchzugehen. Und dadurch wird die Transluzenzsteigerung erreicht. Wenn wir nur weitergehen zu dem supertransluzenten oder extratransluzenten Zirkonoxid, sieht man den Unterschied besonders im Anteil des Yttriumoxides. Wir haben hier nun die Molprozente, ich glaube, das ist einfacher zu berechnen, die Molprozente verändert. Das supertransluzente hat 4 Molprozent Yttriumoxid und das extratransluzente hat 5 Molprozent Yttriumoxid. Dadurch erreiche ich nun sogar, wenn Sie in die letzte Zeile schauen, eine Steigerung in der Transluzenz um wieder etwa 10%. Also wir sind hier bei 50% Transluzenz. Das entspricht fast einer Glaskeramik. Der Nachteil ist, durch dieses Zulegieren von Yttriumoxid, dass wir nun eine Biegefestigkeit haben, die deutlich niedriger ist. Wir halbieren die Biegefestigkeit von 1200 Megapascal auf 600 Megapascal. Ebenso verändert sich der WAK, also der Wärmeausdehnungskoeffizient. Wenn wir uns das nun alles anschauen, wir haben einmal die Steigerung im Yttriumoxidanteil und einmal die Steigerung im Transluzentenanteil, aber dazu auch noch den Verlust der Biegefestigkeit. Ist, glaube ich, jedem klar, dass wir nicht mehr alles machen können mit diesem extratransluzenten Material. Warum ist nun die Biegefestigkeit so deutlich niedriger? Das ist ganz einfach. Wir haben durch die Mehrlegierung des Yttriumoxidanteiles haben wir nun kubische Kristalle. Diese kubischen Kristalle haben nicht diese Transformation. Das heißt, wenn eine Energie draufkommt, wandeln die sich nicht um. Und genau deshalb bleibt die Biegefestigkeit deutlich unter den 1200 Megapascal. Das will ich noch mal etwas genauer in den Kopf bringen. So sehen die Materialien unter dem Rasterelektronenmikroskop aus. Sie sehen auch hier deutliche Unterschiede. Einmal verändert sich die Kristallgröße oder die Korngröße, besser gesagt, deutlich von Material zu Material, aber auch sonst sieht die Oberfläche leicht verändert aus. Zu sehr ins Detail will ich nicht gehen, das würde den Rahmen dieses Social News sprengen. Aber die Transluzenz, und ich denke, das ist das, was gerade im Frontzahnbereich wichtig ist, wird gesteigert durch das Zulegieren des Yttriumoxides. Hier einmal das Plättchen aus dem hochtransluzenten Bereich, so schaut es aus. Und wenn wir in den extratransluzenten Bereich gehen, wird es nochmal deutlich besser. Sehen Sie hier im Vergleich, wir haben hier Plättchen auf schwarze Streifen oder schwarze Striche gelegt. Und man sieht deutlich, dass der Strich immer besser zu sehen ist, je höher wir gehen in der Transluzenz bzw. in der Zulegierung des Yttriumoxides. Ich habe es schon erwähnt, ein Punkt ist, wir verlieren etwas an der Biegefestigkeit. Wir kommen von
ca. 1200 Megapascal nun auf etwa 600 Megapascal. Und das bedeutet ganz klar, dass ich nicht mehr alle Kräfte an jeder Position im Mund aushalten kann. Ich kann Ihnen eins sagen, die extratransluzenten Materialien sehe ich damit ganz deutlich eher im Frontzahnbereich, wo die Belastung durch den Antagonisten deutlich niedriger ist. Die supertransluzenten, und jetzt kommt es darauf an, was für eine Brückenkonstruktion ich mir vornehme, bis zu zwei Zwischengliedern, auch im Seitenzahnbereich mit 800, 850 Megapascal Biegefestigkeit, halten diese Materialien oder dieses Material das auch aus. Für alles andere würde ich vorschlagen, gehen wir in den hochtransluzenten bzw. transluzenten Teil hinein. Gehen wir weiter. Die Risszähigkeit. Jede Keramik wird auf Risszähigkeit geprüft, das heißt, wie viel Widerstand ein Material einem Riss gegenüber hat bzw. zeigen kann. Durch das Zulegieren von Yttriumoxid verändere ich auch die Risszähigkeit. Die Transformationsverstärkung ist deutlich weniger, weil ich viel mehr kubische Anteile habe. Es wird gemessen, sogar teilweise bis zu 50% kubische Anteile. Das werden Sie in der Literatur auch finden. Dadurch habe ich aber schlicht und einfach eine schlechtere oder geringere Rissfähigkeit, also wie stark sich ein Material einem Riss widersetzen kann. Ich habe nicht mehr die Transformationssteigerung, die sich dem Riss widersetzt. Dadurch ist die Rissfähigkeit deutlich geringer. Auch das spricht dafür, dass das XT oder extra transluzente VitaYZ nicht mehr für zum Beispiel 14-gliedrige Brücken geeignet ist, weil es schlicht und einfach sich einem Riss, einem Widerstand nicht mehr so widersetzen kann. Das kommt noch zur geringeren Biegefestigkeit dazu. Also nochmals die T- und HT-Variante, also die transluzente und hochtransluzente Variante. Damit kann ich praktisch so arbeiten wie bisher. Die supertransluzente Variante kann ich sag mal, 4-5-gliedrige Brücken mit höchstens 2 Zwischengliedern auch überall einsetzen. Und die extratransluzente Variante soll ich mich sehr stark beschränken und auch nur in nicht hochbelastete Teile im oralen System im Mund. Wie setze ich nun das Material ein? Auch eine Frage, die immer wieder in unserer Hotline ankommt, die immer wieder in unseren Kursen gefragt wird. Wir setzen es eigentlich nach dem Protokoll ein, wie es Matthias Kern von der Universität in Kiel vorschlägt. Das ist leicht Sandstrahlen und dann ganz normal mit Primer und auch teilweise mit adhesiven Zementen verkleben. Zu diesem Thema wird aber noch ein anderer Workshop hier oder Webinar hier auf VitaSocial TV gezeigt. Also ganz klar, aber immer leicht Sandstrahlen und dann erst einsetzen. Und zwar nur Sandstrahlen, die Bereiche, die verklebt werden oder beziehungsweise zum Mund, zum Zahn hin verklebt werden. Ansonsten kann ich alles machen. Wir haben bei Vita natürlich kein eigenes System, wie Sie auch mit Sicherheit alle wissen. Wir haben Runden, allerdings auch für jedes System, und auch Systeme können die Schleifstrategie für unsere Runden bei sich implementieren. Ein Beispiel, so sieht eine Runde aus, wenn sie implementiert wurde und geschliffen wurde. Wir haben dafür ein spezielles Schleifstrategiesystem entwickelt. Ich will es mal so sagen, eine Firma, die mit uns zusammenarbeitet, muss folgende sogenannte Merlons oder Caption herausfräsen können. Das sind einmal Wände bis zu 0,2 mm dick, und hier sehen Sie genau das, was die dann schleifen müssen. Und erst wenn so etwas funktioniert, bekommt es auch den Vita-Stempel. Und auch dann kann ich Ihnen eins sagen, wird mit dieser Schleifstrategie auch jede Restauration schleifbar sein, sei es noch so dünn. Hier sehen Sie nochmals diese kleine Kappe oder Merlon, wie wir es nennen, mit den Wänden mit 0,2 mm Dicke. Das funktioniert, und dann können Sie alles machen. Ein weiterer Punkt ist, ich glaube, das wissen auch einige von Ihnen, wenn Sie Zirkonoxid länger sintern oder höher sintern, verändern Sie auch wieder die Korngröße des Materials. Wir haben hier mal als Beispiel das XT, also das extra transluzente, einmal 2 Stunden bei 1370 Grad gesintert und einmal
1450, 1530 und 1600 Grad. Sie sehen, die Korngröße ändert sich, die Transluzenz wird sogar noch gesteigert. Allerdings, und das ist immer die Gefahr, wenn Sie abweichen von irgendwelchen Anweisungen, irgendwelchen Tabellen, die die Firmen Ihnen geben, fällt nochmals die Biegefestigkeit herunter. Das heißt, dieses Material kann nochmals weniger Kräfte aushalten und ist noch einfacher oder eingeschränkter einsetzbar. Deshalb machen Sie das bitte nicht. Bleiben Sie nach den Anweisungen oder sindern Sie nach den Anweisungen. Und dann können Sie alles damit machen. Sie können einmal einfärben mit YZ Liquids, also speziellen Liquids dazu, sind dann in Ihrem Ofen oder natürlich im Vita Circumat 6000 MS. Sie können es verblenden mit Vita VM9 oder auch Vita Lumex AC, dann individualisieren mit unseren Malfarben Vita Accent Plus und den Support und den Service bekommen Sie. Das habe ich auch, ich glaube, mehrfach erwähnt. Sie können uns immer Fragen schicken zu info@vita-zahnfabrik.de oder .com. Ich will Ihnen noch ein paar Beispiele zeigen. Einmal die Vollverblendung mit Vita VM9. So sieht das aus. So kann es rauskommen. Sie sehen, hervorragende ästhetische Eigenschaften sind möglich in der Kombination mit dem Zirkonoxid und unserer Verblendkeramik. Oder Sie machen Cutbacks. Auch das ist möglich mit den schönen hochtransluzenten Materialien oder extratransluzenten Materialien. Spielt natürlich das Gerüst immer mehr in den, ja, ich sag mal, ästhetischen Bereich mit rein. Das können Sie auch nutzen, nicht so wie bei der Metallkeramik, wo das Metall komplett abgedeckt werden muss in der ästhetischen Zone. Hier können Sie das Zirkonoxid, die Ästhetik des Zirkonoxides mitnutzen. Das ist ein Cutback-Fall oder minimal vinierter Fall und auch hier kann das Ergebnis sich im ästhetischen Bereich sehen. Wir wissen aber auch, dass heutzutage viel mehr mit reinem Zirkonoxid gearbeitet wird, das heißt, es wird nicht mehr verblendet und da ist es ganz wichtig, dass dieses Material auch in der Frontzahn, im Frontzahnbereich gut ausschaut. Ich zeige Ihnen nun das Ergebnis mit Fluoclase LT, Akzent Fluoclase LT. Wenn wir uns die Front anschauen, muss ein Material fluoreszierend sein, sonst wirkt es nicht echt. Vitablox, also die Feldspatkeramik, wirkt sehr echt. Die Fluoreszenz ist sehr natürlich. Pures Zirkonoxid, sei es HT, XT, ST oder auch das T, wirkt eher gar nicht. Das heißt, es hat keine schöne Fluoreszenz und deshalb brauche ich etwas, damit es besser wirkt. Hier als Beispiel das Fluoclase LT. Wir haben die Spray-Variante gewählt. Warum haben wir die Spray-Variante gewählt? Mit der Spray-Variante sind Sie sich sicher, dass die Oberfläche homogen bedeckt ist und nicht flächig wirkt, wie zum Beispiel, wenn Sie nur eine Paste nehmen. Da braucht es sehr viel Übung. Mit dem Spray ist es deutlich einfacher. Und dann sprühen Sie diese Fluoclase LT-Akzentvariante auf das Zirkonoxid. Jetzt können Sie das erste Mal schon mal glasieren, den Glanzband durchführen. Dann nehmen Sie Akzentmalfarben ein bisschen in der Fissur drin. Und Sie sehen hier das Ergebnis einer solchen leicht individualisierten Variante. Das ist mit Fluoclase LT nochmal versiegelt, nachdem die Oberfläche leicht individualisiert wurde. Ja, und dann, ich habe es bereits letztens erwähnt, wir haben auch eine neue Verblendkeramik, das ist das Lumex AC, Vita Lumex AC und das ist geeignet sowohl für alle unsere Zirkonoxid-Varianten, wie auch für unseren Feldspat, wie auch für alle Glaskeramiken. Damit bedanke ich mich bei Ihnen und hoffe, dass Sie das nächste Mal wieder sich an uns wenden und auch bei meinem nächsten Vortrag wieder einschalten. Vielen Dank und auf Wiedersehen.